Und ich neige dazu, mal zwischendurch meinen Stift anzunagen. Ich hoffe, das macht Kein nichts. Problem. Ein So, extra Metallstift, der hält's aus. guten Abend wünsche ich, liebe Finanzrudel-Community. Ich möchte Ihnen heute einen besonderen Gast vorstellen, und zwar den Herr Professor Dr. Christian Rieck. Ich begrüße Sie herzlich heute in der Finanzrudel-Community, und ich will gar nicht viel um den heißen Brei reden und Sie direkt mal zum Wort kommen lassen, damit Sie sich auf vorstellen können und einfach auch vielleicht zu Ihrem Projekt, Ihrem YouTube-Kanal einige Worte, ja, einige Worte lassen können. Ja, also erstmal vielen Dank, dass ich hier eingeladen worden bin. Ja, zu meinem Thema, was ich so mache, sozusagen hauptberuflich. Also ich bin halt Professor für Finance, wie so schön Neudeutsch sagt. Aber was ich mache, das geht eigentlich eher so Richtung Wirtschaftstheorie. Und das ist auch das, worum sich mein YouTube-Kanal rankt. Denn ich habe irgendwann mal gesagt, ist ja doof, wenn meine Vorlesungen immer nur von ein paar zig bis ein paar hundert Leuten gehört werden. Und dann habe ich gedacht, mache ich einfach mal so ein paar kurze Vorlesungen auf YouTube. Und die sind halt auch immer im Bereich, also Wirtschaftstheorie, aber das ist eigentlich Spieltheorie. Kann ich gleich was dazu sagen, was das eigentlich ist. Und dann nehme ich mir einfach immer irgendwelche schönen Themen raus, die gerade aktuell sind, und versuche irgendein spieltheoretisches Modell zu skizzieren oder zu erklären, was so ein bisschen die Hintergründe zu dieser jeweiligen Situation erklärt. Und zu meiner eigenen großen Überraschung sind immer mehr Leute gekommen und haben sich das angesehen. Man muss nämlich wissen, an der Uni ist das ein Gebiet, das ist gar nicht so übermäßig beliebt. Ja? Also sehr viele haben manchmal gesagt, oh je, ist ja so theoretisch, immer Spieltheorie steckt ja schon drin, das Wort Theorie. Ja? Und dann ist da auch Mathematik und so. Also wie gesagt, das war kein so übermäßig beliebtes Ding. Hat sich jetzt zum Glück geändert. Also jetzt ist es hip geworden und jetzt, glaube ich, will es auch inzwischen jeder machen. So, also das ist das in kurzen Worten. Sehr, sehr coole Sache, und an dieser Stelle möchte ich schon mal auch auf jeden Fall für Sie zu Hause auf jeden Fall mal die Q&A, also Fragerunde, eröffnen. Denn der Herr Professor Dr. Christian Rieck ist hier für viele Fragen aus der Community da. Und ich habe schon mal so ein bisschen auch die erste Frage an Sie, die mich einfach auch persönlich interessiert. Ich habe Sie das erste Mal Anfang des Jahres gesehen. Ich glaube, das war das Video vom Big Buff-Effekt. Vielleicht haben den auch viele aus der Community gesehen. Aber wie ist es grob dazu gekommen, zu diesem YouTube-Kanal? Also, wie muss ich mir das vorstellen? Sie machen ja Vorlesungen an der Uni, und wie ist es dazu gekommen? Wie ist das erste YouTube-Video entstanden? Was waren da die Gründe? Naja, eigentlich war das eine Sache, die hatte ich mir schon seit sehr langer Zeit immer mal vorgenommen, dass ich das machen wollte. Also eigentlich hatte ich sozusagen den Plan dafür schon immer in der Tasche, aber ich habe das irgendwie nie so richtig umsetzen können. Also mir hat einfach der Ansatzpunkt dazu gefehlt. Und dann habe ich mich ein bisschen unterhalten mit einem Kollegen von mir, der im Nachbarbüro sitzt und der hat einen YouTube-Kanal. Und dann habe ich gedacht, auch schwer scheint es ja gar nicht zu sein. Ja? Und habe halt auch einfach mal losgelegt. Und habe gedacht, dann brauche ich aber irgendein Thema, also nämlich einfach die Sachen, von denen ich weiß, dass sie jetzt vielleicht nicht so übermäßig besetzt sind. Und habe halt angefangen mit diesem Komplex Spieltheorie zum einen und zum anderen diesen Strategeme. Ja, also ich weiß nicht, ob Sie darauf auch mal gestoßen sind. Meine ersten Videos waren immer nur zu Strategemen, das sind Kriegslisten. Das ist, wenn man so will, eine Sache, die eigentlich zur Spieltheorie dazugehören müsste, es aber komischerweise traditionell nicht tut. Und dann habe ich mir gedacht, das ist doch super, schlage ich zwei Fliegen mit einer Klappe. Ja, ich habe eine schöne Nische und zum anderen kann ich was verbinden, wo ich der vielleicht Erste bin, der da gemerkt hat, dass das was miteinander zu tun hat. So, damit habe ich erstmal angefangen. Ich werde auch immer noch angesprochen, ob ich nicht endlich mal wieder solche Strategeme-Videos machen könnte. Also die kommen noch für den Fall, dass jetzt hier welche dabei sind und die gerne sehen möchten. Es gibt aber so viele aktuelle, andere interessante Sachen. Ja, da habe ich mal das Gefühl, irgendwie, da muss ich mich jetzt einfach zu äußern, weil aber die Nachfrage sozusagen da ist, ja, weil ich das so oft gefragt werde. Und daher kommt das dann eben meine Themenauswahl. Also die ist sehr stark Community-getrieben inzwischen. Ja, das finde ich auch sehr, 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 also ich finde sehr viele, also ich schaue nicht alle, aber die meisten Videos schaue ich tatsächlich. Ich finde es insgesamt immer sehr spannend. Also auch diese ganzen, also es ist ja sehr viel Theoretisches, da muss man sich ja dann auch schon hineinversetzen, und das ist ja nicht immer direkt eins zu eins in der Praxis manchmal auch anwendbar. Aber ich finde das eine sehr, sehr spannende Sache. Vielleicht auch zum Thema Spieltheorie noch, damit wir auch hier nochmal die Community auffrischen können. Das ist ja im Prinzip nichts anderes, vielleicht verstehe ich das ja falsch, dann können Sie mich korrigieren, aber es ist ja nichts anderes im Prinzip als das Zusammenarbeiten zwischen Menschen, also wie Menschen entsprechend agieren, und das halt Folgen hat auf meine anderen Mitmenschen und umgekehrt auch, oder? Das ist so die Basis, sage ich mal. Ja, das beschreibt es eigentlich ganz gut.
Man muss sich das so vorstellen, die klassische Spieltheorie sozusagen, das war die Wahrscheinlichkeitsrechnung. Ja, also das ist so in den 1600ern ungefähr entstanden, dass die Leute mal systematisch darüber Gedanken gemacht haben, wie eigentlich Glücksspiele aufgebaut sind. Und aus diesen Glücksspielen ist halt die Wahrscheinlichkeitsrechnung entstanden. Und dann ist Anfang der 1900er dem anders aufgefallen, dass er gesagt hat, das ist ja komisch. Jetzt haben wir ein paar hundert Jahre alte Theorie zu Glücksspielen, aber wir haben keine zu strategischen Spielen. Also wir können eigentlich nichts sagen über Schach oder noch nicht mal über Mensch ärgere dich nicht. Keine Ahnung, ob es damals schon gab. Und dann hat er gesagt, na, dann gucken wir uns doch einfach mal an, wie eben strategische Spiele funktionieren und wie man da drin eigentlich sinnvollerweise Entscheidungen trifft. Und die ersten waren halt nun mal Mathematiker und Wirtschaftswissenschaftler, also daher war das auch ein bisschen die Gegend, wo das ursprünglich mal herkam. Und so war das eben lange Zeit eine sehr mathematisch betriebene Theorie, die sich tatsächlich mit Gesellschaftsspielen beschäftigt, vordergründig, aber eigentlich nur als Story, und dahinter eben so eine mathematische Theorie entwickelt hat. Und diese Theorie war teilweise wirklich so abgedreht, dass man damit eigentlich gar nichts anfangen konnte als Außenstehender. Also diejenigen, die sich damit beschäftigt haben, die hatten natürlich auch gar keine Lust dazu. Ja, ich bin relativ frühzeitig schon als Student selber bin ich in diese Kreise reingekommen und das fand ich halt toll und habe gedacht, du müsstest doch eigentlich mal sowas in die Übersetzung geben. Also das ist ja eine super tolle Sache, aber die sind einfach nur unter sich und erklären überhaupt nicht nach außen, was man damit eigentlich anfangen kann. Und ja, das ist dann, glaube ich, jetzt die Spätfolge davon. Ich habe auch eines der ersten deutschen Spieltheorie-Lehrbücher beispielsweise geschrieben. Ja, das war schon mal der Versuch, das dann zumindest an der Uni oder vielleicht auch in der Oberstufe in der Schule so erklärbar zu machen, worum es da eigentlich wirklich geht. Ja, und jetzt über den Kanal, glaube ich, damit habe ich eben versucht, nochmal so ganz diese Übersetzung hinzukriegen, dass man wirklich auch in der alltäglichen Welt sieht, was man damit machen kann. Also, das ist ja so, also es fängt ja bei, ich sag mal, Schach oder Mensch, ärgere dich nicht an, aber hört ja im Prinzip dann gar nicht auf, denn das Leben so gesehen kann man ja dann auch spieltheoretisch anschauen, oder? Ja, absolut. Also das ist ja mir die Idee hinter der Spieltheorie. Ja? Man nimmt sich halt sozusagen echte Weltsituationen und dann guckt man sich an, wie würde man das denn als Spiel modellieren? Das ist natürlich kein mathematischer Prozess, ja, das ist ein kreativer Prozess, diese Übersetzung. Aber dann hat man ein Spiel und dann analysiert man dieses Spiel und fragt sich, wie müsste man sich denn jetzt in diesem Spiel verhalten? Wie verhalten sich denn da die Leute, wenn die alle vernunftbegabt vorgehen? Ja, und wenn die mehr oder weniger rational sind? Das ist natürlich immer eine Frage, die man sich stellen muss. Aber als Referenzpunkt hat man immer, wenn alle vollständig rational sind, dass man dann zumindest schon mal einen Referenzpunkt hat, was dann eben passiert. Ja, und dann kann man sich fragen, was passiert denn, wenn der eine ein bisschen mehr oder weniger, ja, ein bisschen weiter davon entfernt ist. Und so nähert man sich dann immer mehr der echten Welt an. Das ist übrigens auch der Grund, weshalb das in gewissen Bereichen sehr eng verwandt ist mit Experimentalpsychologie. Also das ist ja eigentlich komisch, ja, dass sich das Gebiet, was sich am stärksten mit Rationaltheorie beschäftigt, gleichzeitig auch das ist, wo sich sehr stark mit eigentlich psychologischen Verhaltensweisen beschäftigt wird. Aber der Grund ist natürlich, dass wir uns immer gefragt haben, naja, die Menschen sind ja offensichtlich nicht rational. Das heißt, wie weit weichen die denn ab und an welchen Stellen weichen die ab? Und wie können wir denn erklären, dass sie das tun? Also ist das einfach nur Dummheit oder hat das irgendwelche anderen Gründe, die dahinter stecken? Und so hat man dann teilweise auch sozusagen rational erklärt, warum man von der Rationalität abweicht. Also es ist echt ganz, ganz interessant. Sehr spannend. Das wäre nämlich schon eigentlich meine nächste Frage gewesen, aber die hat sich dann schon beantwortet. Hier haben wir noch eine sehr spezifische Frage, auch von der Community, von dem Herrn oder Frau Maybe. Gibt es leicht zugängliche Bücher zu Spieltheorie oder Wahrscheinlichkeitstheorie? Habe das von D. Siva gelesen und fand das ziemlich informativ. Sie haben ja gesagt, Sie haben ein Buch dazu verfasst, oder? Ja, das habe ich. Da kann ich jetzt natürlich nicht widerstehen. Zwei Fliegen mit einer Klappe. Ich kann zeigen, das ist keine Tapete dahinter mir, sondern die echte. Ja? Zum anderen muss ich jetzt natürlich mein Dann Buch hier in die müssen Sie noch Kamera ein reinhalten. bisschen rüberhalten, müssen Sie es noch. Oh, Das da hinten hier, dran. oder? Genau, ja, genau. Okay, ja, also hier, Spieltheorie, ja. Wie heißt das? Eine Einführung. Ich weiß nicht, ob ich das hier der Community wirklich empfehlen kann. Also es ist ein Buch, das habe ich ja gesagt, das ist geschrieben für eigentlich für Universitäten, wo, wenn so Spieltheorie-Einführungsseminare oder sowas gemacht werden, oder teilweise Mathe-Leistungskursen, die lesen das und arbeiten da bestimmte Sachen durch. Also wenn man wirklich ein bisschen näher sich beschäftigen möchte, was Spieltheorie wirklich ist, dann ist das, glaube ich, schon so ein ganz guter Einstieg. Aber man muss halt wissen, es ist auch ein bisschen Mathematik drin und es ist jetzt nicht so, was man so, sagen wir mal, auf der Toilette oder im Bett liest. Also Ja, keine also. Abendlektüre. Ja, ganz gewiss nicht. Ja, also ich muss da immer so ein bisschen bremsen. Das empfehle ich das bei mir auf dem Kanal eigentlich auch nie wirklich. Aber okay, jetzt hat jemand danach gefragt. Ja. Ansonsten, ich glaube, wenn man das Buch, was ich jetzt Anfang diesen Jahres neu rausgebracht habe, das ist die 36 Strategien mit der Krise, heißt das. Das ist, glaube ich, eines, das ist zwar keine traditionelle Spieltheorie, aber das ist wahrscheinlich, geht in die Richtung, wie viele das erwarten, so dass man damit bestimmte Konstellationen wiedererkennt und da mit denen was anfangen kann. Also auch Ja, also praktische das glaube ich. Anwendungen findet.
Ja, genau. Das ist, wie gesagt, das ist keine klassische Spieltheorie, was da drin steht. Aber das ist so ein bisschen diese Übersetzung der Strategien in so eine vielleicht spieltheoretische Sprache oder sowas. Ja, also ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht so eines der leicht verständlichsten ist, womit man einigermaßen durchkommt. Ja. Ansonsten muss man leider wirklich sehen, dass die ganzen Spieltheoriebücher, die es gibt, sind teilweise wirklich sehr abgespaced. Also sehr Also, komplex, wenn man das so ja. raketenwissenschaftmäßig, wenn man das so sagen Also, ich würde es sogar teilweise klassifizieren als ziemlich fürchterlich. Also, in der Tat, es sieht aus wie ein Buch über Raketenwissenschaft. Es ist alles vollgestopft mit Formeln. Das erste Buch, was ich selber über Spieltheorie gelesen habe, fing an mit den Worten: Ein Spiel sei definiert als, und dann kam es irgendwie, Spieler I von 1 bis N und bla bla, und da standen solche Sachen. Ich habe gedacht, hä, was soll ich denn damit anfangen? Ja? Also, so haben sich die Bücher lange Zeit gelesen. Vielleicht schreibe ich nochmal eins, was leichter verständlich ist. Ja? Ja, das ist leider der Zustand immer noch. Wir haben hier eine spannende Frage Ach so, vor. Ja? Entschuldigung, eine Sache würde ich gerne noch gerade loswerden. Und zwar in der Frage war auch drin, über Spieltheorie oder Wahrscheinlichkeitsrechnung. Das sind zwei komplett unterschiedliche Sachen. Also ich kann mich erinnern, irgendwann mal sind mir Studenten über den Weg gelaufen, nach einiger Zeit gesagt, ah, da ist ja mein Statistikprofessor. Da muss ich sie gleich erstmal in den Senkel stellen, denn ich bin kein Statistikprofessor, sondern eben Spieltheorieprofessor, zumindest für die. Und das ist eine komplett andere Welt. Bei Statistik ist es immer so, da geht man davon aus, dass die Welt um einen herum konstant ist und nicht auf einen reagiert. Also man kann die mit Wahrscheinlichkeiten beschreiben und egal, was ich mache, diese Wahrscheinlichkeiten bleiben gleich. Und das war der Spieltheorie nicht so. Bei der Spieltheorie ist es so, dass die anderen auf mich reagieren und antizipieren, was ich mache und so weiter. Das heißt also, die Entscheidungssituation ist eine komplett andere. Ja, also Statistik und Spieltheorie muss man unbedingt ganz weit auseinanderhalten. Also vielleicht, wenn ich das in einfachen Worten zusammenfassen kann, so erklärt sich vielleicht dann auch zum Teil Gerne. eine selbsterfüllende Prophezeiung. Sobald jemand mal etwas macht, nehmen wir jetzt zum Beispiel, das ist nämlich die nächste Frage. Bitcoin, das ist ja im Prinzip aktuell wieder großes Thema, All-Time-High. Und hier fragt nämlich der Herr Hendrix Kuddler, spieltheoretische Analyse von Bitcoin fände er interessant. Und ich meine, wenn immer mehr Leute reingehen, gehen auch andere Leute immer weiter mehr rein, weil andere Leute mehr reingehen. Und der Grund, wieso andere Leute reingehen, ist, weil zum Beispiel große Firmen wie Square, PayPal, vielleicht irgendwelche Hedgefonds Manager und noch ganz viele, viele Leute mit viel Geld reingehen. Also das ist ja dann praktisch Spieltheorie auch wieder am Werk, oder? Oder verstehe ich das komplett falsch? Nein, nein, das ist so. Also da habe ich auch schon vor ganz langer Zeit auch mal genau solche Situationen spieltheoretisch untersucht. Also da gab es natürlich noch gar kein Bitcoin oder sowas. Aber da bin ich der Frage nachgegangen, inwieweit sind solche rationalen, spekulativen Blasen eigentlich dauerhaft? Also dazu muss ich was sagen. Nämlich, wir haben ja immer, wenn es in Finance geht, haben wir immer das Gefühl, wir müssen einfach zukünftige Cashflows abzinsen auf heute und dann haben wir den tatsächlichen Wert heute. Das ist interessanterweise aber nicht die einzige rationale Lösung, wie man die Zukunft bewerten kann. Wenn man sich das anguckt, stößt man auf so ein paar Gleichungen und wenn man diese Gleichungen löst, stellt man fest, die haben zwei Lösungen. Das ist die eine, dieses Abzinsen. Das andere ist, dass der Preis exponentiell wächst und sich völlig von dem löst, was dieser Cashflow eigentlich hat. Ja, also wir haben einen Cashflow, der bleibt weiterhin unten, aber der Preis löst sich tatsächlich im Zeitablauf exponentiell davon. Und das Verrückte ist, wenn das diesen Preisverlauf hat, dann ist immer für den einzelnen rationalen Entscheider, wenn der sich fragt, okay, das ist jetzt die ganze Zeit so weitergegangen. Das heißt also, ich habe eine bestimmte Wahrscheinlichkeit, wäre das Ding morgen platzt. Das ist ja eine Blase, die damit entsteht. Also ich habe eine Wahrscheinlichkeit dafür, dass es platzt. Ich habe zum anderen aber eben auch dieses Wachstum, was da drin steckt. Und die beiden Sachen können sich genau die Waage halten. Und so kann es rational sein, dass obwohl jeder sieht, es hat sich komplett gelöst von dem Cashflow, kann es trotzdem rational sein, mitzumachen bei der Sache und dieses exponentielle Wachstum mitzunehmen. Das Dumme ist bloß, es kann ja nicht ewig gehen. Also irgendwann muss das Ganze zusammenkrachen. Und das also passiert natürlich in der echten Welt auch immer. Ja, da ist ja auch diese Wahrscheinlichkeit drin, dass es entsprechend zusammenkracht. Ja. Und das ist also eine Frage, die ich dann auch experimentell nachgegangen bin, dass ich einfach mal gefragt habe, ja, wie früh kracht denn das eigentlich zusammen? Ja. Und da zeigt sich schon, dass in den meisten Fällen die Leute, sagen wir mal, relativ vorsichtig sind. Also die fangen an, zittrig zu werden. Und dann bricht das normalerweise doch relativ früh zusammen, sodass sich das eben nicht sehr weit von diesem Fundamentalwert löst. Bei Bitcoin ist es daher erstaunlich, wie lange das schon geklappt hat. Also die Leute tun eigentlich so, als gäbe es tatsächlich irgendein fundamentales Argument dafür, dass das so weit gelöst hat. Da bin ich mir ehrlich gesagt selber nicht sicher, ob das nicht einfach ein Denkfehler ist. Also viele glauben, das ist sowas wie eine Aktie auf die Zukunft, was es nicht ist.
Oder aber diese Technologie enthält eben tatsächlich sehr viel Potenzial und man kriegt dieses Potenzial nur den Zugang dazu, wenn man frühzeitig mit dabei ist. Also das kann ich nicht beurteilen, ja, aber das sind sozusagen unterschiedliche Theorien, die dahinter stehen. Ja. Das ist ein bisschen wie so eine Option. Ja. Also man kauft sozusagen diese Option, um in die Technologie einzusteigen, in dem Augenblick, wo es eben wirklich wichtig wird. Und aber vielleicht auch nochmal, wenn man dann komplett rational agieren kann und alles wüsste, müsste man auch sagen können, okay, man muss es auch irgendwie schaffen, bevor die Blase platzt, auch auszusteigen, auszucashen. Nein, aber das funktioniert halt nicht, oder? Das funktioniert ja nicht. Das klappt deshalb nicht, weil, also zumindest so wie wir das hier modelliert hatten, ja, ist es eben so, dass es ein zufälliges Platzen gibt. Also es gibt irgendeine Periode, in der kriegen die Leute plötzlich kalte Füße und sagen, jetzt alle raus. Mhm. Ja, das sind natürlich nicht alle, sondern es sind einige, die das machen. Aber in dem Augenblick, wo einige rausrennen, dann ist es eben so, dass sofort die Kaskade in die andere Richtung in Gang gesetzt wird. Und das ist dann sehr schnell. Ja? Also hoch ist ja schon schnell, das exponentiell. Aber das Abfallen ist noch viel schneller. Wie ein Bankrun halt. Ja, aber das ist auch wieder Spieltheorie, oder? Bitte? Das ist auch wieder Spieltheorie, weil wenn der erste rausgeht, geht der zweite raus. Und dann sieht der, dass zwei rausgehen, dann gehen nochmal drei raus. Und dann sieht der auf 15 raus und dann geht die Herde mit, oder? Absolut, das ist ein spieltheoretisches Modell, ja. Also Tesla also zum Beispiel ist auch dasselbe. Ein sogenanntes Koordinationsspiel. Mhm. Ja? Also Koordinationsspiel, okay, möchte ich jetzt gar nicht lange erklären, was es ist. Ja? Aber da koordinieren sich die Teilnehmer eben auf bestimmtes Verhalten. Das sind eben solche Gleichgewichte. Und diese Koordinationsspiele haben mehrere solcher Gleichgewichte. Und das kann eben unter bestimmten Bedingungen ganz schnell umschalten. Ja? Da spielt man lange Zeit ein Gleichgewicht und plötzlich macht es klack und dann gehen alle auf das andere. Also Tesla ist ja auch ein gutes Beispiel jetzt in der Aktienwelt, wo wahrscheinlich das auch passiert, dass wir uns zahlentechnisch komplett von diesem fundamentalen Wert komplett entfernt haben. Also wenn man sich das einfach mal anschaut. Und Bitcoin ist natürlich nochmal eine krassere Geschichte, weil da steckt auch nicht wirklich jetzt ein Unternehmen oder ein Produkt wie jetzt ein Tesla-Auto dahinter. Also nochmal die extremere Variante. Der Herr Number Cruncher hat hier auch noch im Chat eine Frage, und zwar, worin liegt denn die konkrete der konkrete praktische Mehrwert an der spieltheoretischen Denkweise? Bisher klingt es mehr nach Verkomplizierung relativ einfacher Sachverhalte, also eigentlich konträr zu Einsteins Empfehlung der Simplifizierung, die zum Verständnis beiträgt. Naja, also wenn man sich mal die Einsteinschen Theorien anguckt, dann sehen die mir aber auch nicht so aus, als hätte er da alles so sehr stark vereinfacht. Ja, also, ja wollte ich auch gerade sagen. Gerd hat der Einstein da eben auch gesagt, ja, man muss die Welt, man muss die Modelle so einfach machen, wie es geht, aber halt auch nicht zu einfach. Ja? Und so ist das hier auch. Das Besondere dabei ist, dass man die innere Mechanik auf eine andere Weise versteht als vorher. Also ich bin völlig dabei. Ja. Es gibt sehr viele spieltheoretische Modelle, wo ein Haufen griechischer Buchstaben und sowas drinstehen. Ja. Da frage ich mich inzwischen auch manchmal, ob das so jetzt wirklich zielführend ist. Aber wenn man bestimmte Situationen der echten Welt plötzlich zerlegt in andere Komponenten, als man es bisher getan hat, versteht man die in K-Weise doch wesentlich besser. Mhm. Also nehmen wir ruhig mal so eine Sache wie das, was wir eben hatten mit diesen spekulativen Blasen. Man kann sich natürlich einfach hinstellen und sagen, naja, ist halt irrational, sind alle Spinner und irgendwann kracht es halt zusammen. Klar, kann man machen. Trifft aber die Sache einfach nicht. Es trifft die Sache deshalb nicht, weil es eben tatsächlich vernünftige, also rationale Überlegungen gibt, die dazu führen, eine Zeit lang mitzumachen. Das ist was ganz anderes. Mhm. Und jetzt kann man sich nämlich fragen, ja, unter welchen Bedingungen ist das denn so? Und wenn diese Bedingungen nicht gegeben sind, kommt offenbar was anderes raus, als wenn sie eben gegeben sind. Mhm. Nur zum Beispiel. Ja? Und so kann man in vielen Fällen, wenn man die Situation ein bisschen auseinandergenommen hat mit der Spieltheorie, kann man eben viel mehr nach den Bedingungen fragen, unter denen das eine oder das andere passieren wird. Wir sprechen da gerne von der explikativ, also erklärende Theorie. Das heißt also, wir nehmen etwas und reduzieren es auf einfache Bestandteile und erklären anhand dieser einfachen Bestandteile, was passiert. Was anbei bemerkt, natürlich genau das, was Einstein auch gemacht hat. Ja. Das ist jetzt aber auch sehr spannend, weil wir haben auch vorhin eine Frage gehabt von, glaube ich, dem Herr Tatarizo. Und zwar hat er Sie gefragt, ob Sie investieren und wenn, wie Sie die Spieltheorie bei Ihren Investments anwenden. Also das Verrückte bei der Sache ist, dass ich selber ein lausiger Investor bin, aber deshalb bin ich ja auch Professor geworden und nicht, weiß ich nicht, Portfolio-Manager oder irgend sowas. Das sind, glaube ich, völlig andere Qualitäten, die man braucht, um so etwas zu erklären. Vielleicht sogar andere zu coachen. Also ich glaube, ich bin mir gar nicht so schlecht darin, andere zu coachen. Aber es ist eben was völlig anderes, als es selber zu machen. Braucht man ganz anderes Fähigkeiten-Set. Mhm. Ja. Und wie man die Spieltheorie darauf anwendet, also lustigerweise wollte ich da sogar mal ein Buch schreiben.
zusammen mit einer anderen Autorin, also kann ich inzwischen auch nennen, nämlich mit Beate Sander, die ja jetzt vor einiger Zeit verstorben ist. Ja. Allerdings sind wir nicht so richtig auf einen grünen Zweig gekommen zusammen, weil sie mir gesagt hat, das ist ja zu theoretisch, was ich da schreibe. Und ich habe mir gesagt, das ist zu banal, was Sie da schreiben. Also ich überspitze das jetzt mal ein bisschen. Ja. Aber deshalb ist dieses Buch leider nicht fertig geworden, nicht rechtzeitig. Aber das ist schon noch eine Idee, die bei mir weiterhin im Hinterkopf läuft, dass ich einfach zeigen kann, wozu man sowas verwenden kann. Und das sind, also es ist auf zwei Ebenen. Das ist einmal auf der Ebene des Investors und zum anderen ist es auf der Ebene der Branchen, die man rein investiert. Denn man muss natürlich einen Branchenzweig, eine Industrie sozusagen, wenn man so neudeutsch sagt, muss man natürlich verstehen, wie der wirklich abläuft. Also es gibt einige, da gibt es beispielsweise einen ganz starken Hang zu einer Monopolisierung. Es gibt andere Branchen, da führt das eher zu Oligopolen. Und es gibt weitere Branchen, da führt das eben zu einer ganz anderen Sichtweise, wo also viele kleinere Unternehmen immer nebeneinander bestehen. Jetzt was völlig anderes, ob man Mengen begrenzen kann oder wenn die Mengen unbegrenzt sind, man rein über Preise konkurriert. Zum Beispiel lauter solche Sachen, ja, das muss man kennen. Und wenn man das sieht, dann versteht man sofort, warum unterschiedliche Branchen so unglaublich unterschiedlich reagieren. Also wie gesagt, das gibt mehr als das Thema für ein Buch her. Ja, es ist sehr schade, dass das Buch damals nicht so entstanden ist. Also wir sind sogar schon, wir haben angefangen, ja, und es war am Ende auch schon was da, aber wir haben sozusagen nicht zusammenbringen können, das Ganze. Also müssen wir sehen, vielleicht bringt es in irgendeiner Form selber weiter. In Zukunft, vielleicht. Also da kann man sich vielleicht dann schon auch darauf freuen, wenn man das dann anwenden will. Vielleicht schreiben wir das dann zusammen, ne? Ja, vielleicht, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich mache natürlich schon auch Finanzvideos, aber ich sehe meine Kernkompetenzen nicht unbedingt im Investieren, sondern im Unternehmen aufbauen und Spielkarten tatsächlich, also Pokémon, Yu-Gi-Oh! Karten, vielleicht haben Sie davon auch schon gehört, haben jetzt Pokémon-Karten, sind ja auch öfters mal in den Medien gewesen, auch etwas teurere Karten. Vielleicht können Sie da vielleicht auch nochmal, ich meine, auch da hat sicherlich vieles mit Spieltheorie zu tun, dass ich eine Spielkarte für 300.000 US-Dollar verkaufen kann. Ich meine, da spielen auch viele Faktoren vielleicht also zusammen, weil wenn ich sehe, dass eine Spielkarte für 300.000 verkauft wird und die ist sehr selten, das bewirkt doch bei vielen Menschen, die vielleicht in diesem Hobby sind oder neu dazukommen, vielleicht auch irgendwas, weil halt diese eine Person so viel Geld genommen hat und das da reingesteckt hat. Naja, also das kommt mir jetzt ehrlich gesagt mehr vor wie der Kunstmarkt. Ja? Also das ist jetzt ein Markt, da kenne ich natürlich null drin aus. Ja. Das ist irgendwie auch nicht so meine Welt. Also ich habe sowas jetzt keinen wirklichen Zugang. Das hat mir keinen Spaß gemacht. Da sind viele Sachen, auch von den Dingen, die heute die Youngsters machen, die mir Spaß machen, aber irgendwie mit so Spielkarten und so konnte ich nicht viel anfangen. Ja. Also da kann ich hier nicht aus eigener Anschauung sprechen. Aber das ist, glaube ich, schon so was Ähnliches wie der Kunstmarkt. Ja. Und beim Kunstmarkt ist es am Ende auch so, man möchte ganz einfach eine bestimmte Sache haben. Das ist man eben Liebhaber da drin oder es fehlt einem eine Sache, um was zu vervollständigen oder sowas. Und dann ist klar, dann zahlt man eben plötzlich Preise, die für die anderen absurd sind. Ja. Aber ich kenne das, ja. Also manchmal gibt es technische Geräte, ja, die ich einfach gerne haben möchte. Und dann zahle ich dafür, also sicherlich keine 300.000, weil ich die auch gar nicht hätte. Aber ich zahle dafür auch teilweise dann Preise, wo andere den Kopf nur schütteln. Ja. Aber das ist eben etwas, da sage ich, das gibt es eben, weiß ich, zehnmal auf der Welt und eins von den Dingen will ich halt haben. Ja. Also, aber das ist, glaube ich, eine ganz andere Sache. Das ist Liebhaberei und das ist kein Investieren. Also das muss man sich auch wirklich klar machen. Ja. Also wer jetzt glaubt, er könnte damit dauerhaft investieren, der liegt, glaube ich, falsch. Das muss etwas sein, was einem selber Spaß macht. Und wenn man gelegentlich mal hin und her handelt und dabei vielleicht zwischendurch auch mal ein bisschen was gewinnt, dann ist es okay. Aber das kann nie das primäre Motiv bei sowas sein. Ja, finde ich auch. Das ist wirklich so. Das primäre Motiv bei solchen Sachen muss halt einfach sein, man muss Spaß dran haben. Aber im Umkehrschluss, man kann schon durchaus sehr viel damit verdienen. Unter Umständen. Also wenn man es richtig macht. Also wenn man ein E-Commerce-Business drauf aufbaut und da Umsätze generiert regelmäßig in höheren Beträgen. Da kann man dann schon viel machen. Aber das geht dann wieder ins Unternehmertum das mehr als. Das ist Unternehmertum und das ist dann, glaube ich, auch mehr wie ein Galerist. Genau. Ein Galerist kauft auch Bilder an und verkauft sie nach einiger Zeit weiter. Und er kann eine Differenz darauf nehmen, weil er bestimmte Leistungen mit dazufügt. Also er kennt zum Beispiel die andere Marktseite besser, er hat das gefunden, was die anderen haben wollen. Mhm. Ja. Vielleicht auch eine zeitliche Überbrückung und lauter solche Sachen. Also er ist eine Leistung, die entlohnt wird. Aber das ist was ganz anderes als ein privater Sammler, der jetzt glaubt, mit den drei, weiß ich nicht, Pokémon-Karten oder vielleicht auch Dalis, die er gekauft hat, können er einen Gewinn machen. Ja? Dass in erster Linie muss man solche Dinge dafür da haben, dass man sich eben dran freut. Und für einen Privatmann, glaube ich, ist das keine Möglichkeit, wirklich dauerhaft damit Geld zu verdienen. Finde ich gerade einen sehr schönen Vergleich mit Galerist. Ist mir noch nie so aufgefallen, aber da sehe ich mich drin.
Aber für Pokémon-Karten. Wir haben noch vom Herrn USC von Instagram haben wir auch eine sehr spannende Frage an Sie bekommen. Und zwar, ich nehme jetzt mal an, Sie haben ja diesen YouTube-Kanal natürlich auch als Hobby. Das macht Ihnen Freude, diesen YouTube-Kanal zu machen. Aber haben Sie neben dem YouTube-Kanal noch andere Hobbys, Tätigkeiten oder Interessen, die Sie nachverfolgen? Also ich habe sehr viele Interessen, die auch die ganze Zeit sich immer mal wieder ändern. So ist das. Es gibt eine Sache, die tatsächlich sozusagen dauerhaft bei mir Bestand hatte, und zwar schon echt, ich glaube, eigentlich seit ich ein einstelliges Lebensalter habe, das ist Fotografieren. Ja, also ich fotografiere, da mache ich auch relativ viel. In den verschiedensten Genres war ich da schon im Laufe meines Lebens unterwegs. Ja. Und das ist tatsächlich ein Hobby, was ich habe und was, glaube ich, auch einigermaßen konstant ist. Und eine andere Sache, die muss man wahrscheinlich auch wissen, ich fahre Motorrad auch seit ich etwa, ja gut, jetzt gebe ich nicht an, aber sehr früh. Sehr cool. Ja, also bis heute, ich fahre nicht mehr viel, muss ich zugeben. Ja. Ja, ich bin früher wirklich sehr viel Motorrad gefahren, heute fahre ich nicht mehr so viel. Aber ich habe immer noch durchgehend Motorrad, war immer eins angemeldet bei mir. Und wenn es die Zeit ergibt, dann fahre ich mit dem Ding auch gerne rum. Sehr schön, sehr, sehr, sehr cool. Motorrad wäre jetzt für mich nicht so, also ich bin jetzt nicht so der, also zweirädrige Gefährte sind mir immer suspekt. Ich habe da immer ein bisschen Angst vor, ich weiß nicht wieso. Ich glaube, da geht es tatsächlich vielen Leuten so. Entweder liebt man Motorrad, also man hat irgendwie vielleicht auch ein bisschen Angst vor, wenn man da irgendwie umkippt oder so. Aber sehr, sehr, sehr coole Sache. Kennen Sie diese Stelle, wo der Harry Potter das erste Mal auf diesen Besen aufgestiegen Ja, ist? natürlich, ja. Genau das Gefühl kannte ich vom Motorrad. Das erste Mal, als ich auf dem Motorrad draufgesessen habe, ich gedacht, oh, Genau. das ist das Gefühl überhaupt. Ja. Aber ich mag mich einfach einmal erinnern, ich weiß nicht, kennen Sie diese Mofas? Ich glaube, die darf man schon ab 16 fahren oder so, also diese kleinen. Und da weiß ich noch, da habe ich irgendwie vor 5 Jahren oder so, habe ich das mal versucht anzustarten. Und ich habe das halt nicht gecheckt und dann ist das Ding mir einfach nach vorne weggefahren und hat mich direkt mitgezogen. Das ist so die letzte Erinnerung, die ich auf so einem zweirädrigen Fahrzeug, das motorgetrieben ist, tatsächlich gemacht habe. Darum, das hat mich dann irgendwie dann auch wieder abgeschreckt. Und dann bleibe ich lieber beim vierrädrigen Auto, das nicht umkippen kann. Naja, sicherer ist es bestimmt. Also ich meine, dieses Bild, dass von Leuten das Motorrad wegfliegt und sie nach hinten absteigen sozusagen, das kenne ich schon. Ja. Also da habe ich schon die wüstesten Sachen gesehen. Ja. Also was haben wir denn aber noch? Ich bin kein wilder Fahrer übrigens. Ja. Also ich bin jetzt eher so der, was ich so mag, sind halt so kleine Bergstraßen elegant lang zu gleiten. So Schweizer Pässe, wären das was für Sie? Also ich kenne einen Kollegen von mir, der macht das immer gerne im Frühling und im Sommer. Da macht er dann so Passfahrten und also so Tagestouren und dann fährt er halt da wirklich durch die Berge, super schöne Aussicht und sagt mir da immer unglaublich mega schön und alles. Aber ich sage dann immer, ja, wenn dann mit Auto. Ja klar, eine Schweizer Passstraße, also von daher würde ich schon sehr gerne in der Schweiz leben. Ja, ne? Also Spieltheorie ist natürlich wirklich ein, ich denke mal, ein sehr spannendes Thema, wo man sich sehr krass auch einlesen kann. Und ich denke, das ist ja ein Fach für sich. Aber da haben wir dann vom Herrn Schimmel die Frage, was genau ist das Fach International Finance, welches Sie unterrichten? Das geht ja so in Ihr Professoren-Dasein. Und also das interessiert mich natürlich auch sehr. Ich meine, wie oder was bringen Sie den Studenten denn so bei oder in welche Richtung geht denn das? Ja, International Finance, das ist kein Fach, sondern das ist ein Studiengang. Das ist, wenn man so will, ja, vielleicht eine Alternative zu BWL, würde ich vielleicht mal so sagen. Ja, also wir haben im Bereich Wirtschaft haben wir mehrere Studiengänge. Einer davon ist eben International Finance. Und die Idee hier war, dass wir gesagt haben, wir nehmen aus dem normalen BWL-Studium die ganzen Sachen raus, die sozusagen genereller Ballast sind, wenn man sich in diese Richtung International Finance eben bewegen möchte. Und wir haben eben wirklich nur noch diese beiden Aspekte, dass wir immer sagen, egal was wir da unterrichten, muss immer irgendwie so eher internationalen Bezug haben und es muss immer so ein bisschen Finance-Bezug haben. Und dann ist so eine Art, ja, ein spezialisierter Studiengang entstanden, der, glaube ich, auch recht gut ist. Also die meisten Leute, die da rauskommen, denen, also am Ende zumindest, ich meine, vielleicht lügen sie mich auch an, aber die meisten sagen eigentlich, es hat ihnen dann schon Spaß gemacht und sie haben auch was mitgenommen.
Man muss auch dazu sagen, wir haben dabei versucht, vom Studiengangsdesign hier ein bisschen anders vorzugehen als sonst. Also sonst ist ja immer so, dass man sagt, so, es gibt bestimmte Sachen, die sind, werden immer so gemacht und dann machen wir das jetzt auch wieder so. Und dann haben wir gesagt, nee, das drehen wir einfach mal um und haben halt immer gefragt, also gerade bei den damaligen Arbeitgebern, so, was hättet ihr denn eigentlich gerne, was sollten die Leute denn können? Und dann haben wir die Studenten gefragt, was macht euch denn eigentlich Spaß? Und da ist uns was Erstaunliches aufgefallen, nämlich den Studenten hat, also die Architekturstudenten, ja, die waren sehr zufrieden, wogegen die Wirtschaftsstudenten eigentlich eher sehr unzufrieden waren. Und dann haben wir gesagt, na, dann machen die offenbar was richtig und haben uns das angesehen und haben dann sehr viel von den Architektur, von dem Architekturstudium geklaut und haben das auf Finance übertragen. Und das, also merkt man auch bis heute, wenn man sich fragt, nicht, wie sollten die Leute eigentlich sein, die sowas studieren? Da stellt man fest, also zum einen, dieses Analytische ist natürlich wichtig, also das, was man auch erwarten würde, ja, so ein bisschen zahlengetrieben und weiß ich was. Aber das andere ist dieses sehr stark kreative und fast künstlerische. Und das ist eine Kombination. Es ist natürlich klar, ja, das ist nichts für jeden. Aber für diejenigen, die das als Kombination mitbringen, haben wir eben diesen Studiengang gemacht. Und ich denke, das klappt auch so einigermaßen gut. Ja, Sehr cool. Also, ja. Das ist die kurze Geschichte zu International Finance. ja, also ich meine, dass so dass der künstlerische Aspekt, das wird immer so, oder halt so dieses Kreative wird irgendwie immer unterschätzt, habe ich das Gefühl. Ich meine, so viele Dinge heutzutage, vor allem auch, wenn man halt irgendwelche Probleme löst, das kann man fast nicht alles nur rein analytisch machen. Da muss irgendeine kreative Idee dann herkommen, um das Problem dann zu lösen. Ja, also vor allem dann, wenn man wirklich große Probleme, wenn man der nächste, ich sag mal, Elon Musk wird oder so, da muss man auch kreativ sein. Klar, analytisch, aber so das Kreative löst dann tatsächlich auch erst die wirklich ganz großen Probleme, die wir haben. Also das finde ich sehr, sehr spannend und auch sehr cool, dass da auch wirklich in den Studiengängen sehr viel gemacht wird und dann eben, also kopieren ist ja jetzt ein doofes Wort oder klauen, aber ich meine, das ist ja, man lässt sich inspirieren halt von anderen Studiengängen. Das ist ja dann das, was eigentlich passieren sollte, statt dass man dann irgendwie sagt, ja, wir lassen das jetzt so, wie es gewesen ist, weil es halt immer schon so gewesen ist. Das macht ja so viel mehr Sinn, wie Sie das jetzt auch erklärt haben. Ja, wir haben auch mal so eine ganz interessante Selbsteinschätzung gemacht. Ja, also viele, die von der Schule kommen, wissen nicht, was sie tun sollen. Und dann haben wir versucht, auf unserer Internetseite so einen kleinen Test zu machen. Und also einen Selbsttest, der wo man einfach Fragen beantwortet. Und am Ende wird dann gesagt, so folgender Studiengang ist für Sie relevant. Und haben uns da auch angesehen, wie, also wie sind denn die Leute, die sich am Ende bei uns wohlfühlen? Ja, und haben das da sozusagen reingebaut. Dann sind tatsächlich auch genau diese beiden Richtungen rausgekommen. Also, dass man halt zum einen dieses Analytische braucht, zum anderen dieses Kreative. Das hat am Anfang irgendwie alle sehr verwirrt, ja. Also jeder hat gesagt, das kann doch nicht sein, und International Finance kann doch nicht kreativ sein und so. Also es sind solche Vorurteile, die einem da immer entgegenschlagen. Aber es ist so und es hat auch, glaube ich, die richtigen Leute ausgewählt. Sehr cool. Mir ist tatsächlich etwas bei Ihrem YouTube-Kanal aufgefallen und der ist natürlich sehr, vielleicht sehe ich das auch falsch, aber sehr inspiriert an Back to the Future. Oder? Oder irre ich mich da? Und da ist mir natürlich auch in den Sinn gekommen, ich meine, Back to the Future ist doch das beste Beispiel zur Spieltheorie, weil da wird in die Vergangenheit gereist, irgendwas Kleines geändert, irgendwas anderes gemacht und dann passieren völlig andere Dinge, nur weil eine Person irgendwas anders gemacht hat. Das ist doch Spieltheorie schlechthin, weil eine Person irgendwas macht oder halt eben nicht macht, verändert sich die ganze Zukunft oder Gegenwart. Natürlich davon ausgegangen, dass das in Realität auch klappen würde. Hat sie das damals vielleicht auch schon im jüngeren Alter auch dazu inspiriert, Spieltheorie, oder ist das einfach, weil Ihnen der Film gefällt? Ja, natürlich eine Kombination aus beidem. Übrigens, bei den Verändern in der Vergangenheit, es fällt den meisten Leuten auf, dass immer eine Kleinigkeit in der Vergangenheit ändert, also diesen Film, dass dann so die ganze Zukunft sich ändert. Was den meisten nicht auffällt, ist, dass man zwischen diesen kritischen Ereignispunkten so viel ändern kann, wie man will, und gar nichts verändert sich. Weiß nicht, ob Ihnen das mal aufgefallen ist. Ja? Aber in der Vergangenheit, die können die Leute ärgern und, weiß ich, Mistwagen umschmeißen, weiß ich was nicht, hat keinen Einfluss auf die Zukunft. Aber einzelne kritische Punkte haben es. Und das ist schon sehr interessant und das ist in der Tat auch etwas, was so also praktisch sich das Typische aus Spieltheorie heraus erklärbar wird. Also die Chaostheorie würde ja sagen, jede noch so kleine Änderung, da muss es immer abdriften und in ganz andere Richtungen sich entwickeln. Und bei den spieltheoretischen Modellen ist es eher so, dass sie sagen, nee, das stabilisiert sich. Das ist völlig egal, wenn zwischendurch mal ein Mistwagen umfällt, der es in der anderen Welt nicht getan hat. Ja? Das stabilisiert sich selber, weil die ganzen Leute arbeiten und bestimmte Ziele verfolgen. Aber an einzelnen Punkten, da auf einmal läuft das auseinander. Ja? Und klar, also solche Sachen haben mich da durchaus inspiriert. Nun muss ich aber dazu sagen, mein Interesse für Spieltheorie ist viel älter als der Film. Sogar, okay. Deutlich. Ja? Abgesehen davon natürlich finde ich solche Filme cool, ja, ist ja klar. Weil Und das, ja. ja, also dass ich jetzt auch gerade das so genommen habe, das liegt auch daran, manche Leute haben mir gesagt, wenn ich mir Vorträge gehalten habe, so,
Wissen Sie was, Sie sehen ja schon ein bisschen aus wie der Doc von Zurück in die Zukunft. Und habe ich gedacht, ach naja, gibt schlimmere Komplimente. Also das ist doch eine coole, das ist mir natürlich als erstes aufgefallen. Natürlich finde ich das auch eine sehr, sehr coole Filmreihe. Also hat mir auch sehr. Zwar bin ich, aber wo die ersten Filme rausgekommen bin, ich weiß ja, da war ich noch gar nicht auf der Welt. Ich habe den erst viel später, glaube ich, gesehen. Aber das sind sehr, sehr starke Filme und das ist mir natürlich sofort ins Auge gesprungen hier. Prof. Rieck Spieltheorie im Titel und dann auch so dieses, sagt man eben so dieses Neon. Designmäßig vom Profilbild, das ist natürlich sofort ins Auge gefallen. Vielleicht eben, wenn wir nochmal zum Spieltheorie zurückkommen, ich meine, was war denn so wirklich der Ausschlag oder wann, in welchem Alter war das, wo Sie sich gesagt haben, ja, Spieltheorie, das ist jetzt das, was mich so wirklich interessiert, das möchte ich relativ, ich sage mal, das machen Sie jetzt ja schon sehr lange, da will ich ein Buch drüber schreiben, da will ich Videos drüber machen. Ich meine, wann war so der Entscheid, wo sie sich vielleicht zurückrennen können, hey, ich möchte mein Leben um die Spieltheorie zumindest irgendwie aufbauen. Naja, das habe ich mir natürlich damals so nicht gesagt. Aber was halt passiert ist, ich war an der Uni, an der halt auch sehr viele Massenveranstaltungen sind und sowas. Und es gab da einen Professor, der eher so vielleicht ein bisschen verschoben rübergekommen ist. Ich kann den Namen auch nennen, der heißt Reinhard Tietz. Und mit dem habe ich mich immer so ein bisschen unterhalten. Und der hat mich einfach, obwohl ich da ganz normaler Student war, hatte mich eben sehr frühzeitig, also einfach gesagt, wir unterhalten uns aber weiter, hat mich in sein Büro eingeladen, hat mir Sachen gezeigt, hat mich zu so irgendwelchen Sachen mitgenommen und sowas. Und das war halt einer, der sich mit experimenteller Wirtschaftsforschung Schrägstrich Spieltheorie beschäftigt hat. Auf die Art und Weise bin ich auch sehr früh an den Reinhard Selten gekommen, der ja dann auch später Nobelpreis dazu gekriegt hat und sowas. Und damit ist man auf einmal in einem Kreis drin, in dem ich sozusagen die Geheimwissenschaft aufs Tablett geliefert bekommen habe, von der damals die ganzen anderen noch gar nicht gewusst haben, dass es die überhaupt gibt. Ja, also da gab es beispielsweise einen Raum, da lagen die ganzen Sachen drin. Das waren fotokopierte, nee, nicht fotokopiert, sondern mit solchen Matrizen. Ich weiß nicht, ob Sie die noch kennen. Wahrscheinlich kennen Sie es gar nicht mehr. Das sind solche Kurbeln gewesen. Ja, da musste man eine Matrize auf eine Rolle machen. Und dann haben sie die durchgekurbelt und damit haben die ihre spieltheoretischen Veröffentlichungen gemacht. Ja, die haben die selber kopiert. Dann gab es 100 Kopien davon. Die wurden in der Weltgeschichte rumgeschickt und die wurden da gesammelt. Die lagen da in einem Raum. Ja, das heißt also, die spieltheoretischen Veröffentlichungen, zu denen praktisch keiner einen anderen Zugriff hatte, hatte ich da direkt diesen Zugriff. Ja. Und übrigens, ich muss auch noch sagen, der Reinhard Tietz ist eigentlich auch jemand, der auch gut den Nobelpreis hätte kriegen können. Er hat ein bisschen Pech gehabt, weil zu den Sachen, die er gemacht hat, hat ein anderer Amerikaner den Nobelpreis gekriegt, der Vernon Smith. Aber das waren alles Dinge, für die der Smith damals den Nobelpreis gekriegt hat. Das kannte ich alles schon von Reinhard Tietz. Ja. Also das war wirklich ein toller Club, in den ich da reingekommen bin. Und wie gesagt, ganz frühzeitig, in einer Massenuniversität, wo alle gesagt haben, man kommt ja nicht an die Professoren ran und sowas, ja, war ich da mittendrin. Weiß ich nicht, wie weit das Glück war oder inwieweit das einfach war, dass ich eben diese Faszination dafür verspürt habe und gleich mitgemacht habe. Ja? Wahrscheinlich eine Kombination aus beidem. Aber dann habe ich halt gemerkt, dass es für ein super interessantes Thema ist. Da fällt mir jetzt auch gerade ein, das Internet heutzutage verstärkt das nicht gewisse spieltheoretische Theorie. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, aber ich meine, wenn ich heutzutage irgendeinen Post im Internet mache und der viral geht, dann kann ich ganz viele Leute beeinflussen. Das war damals, wo es das Internet noch nicht gegeben hat und wenn man, sag ich mal, vor Zeitung noch schaut, dann war das doch viel schwieriger, mehr Menschen zu beeinflussen als einzelne Personen. Und darum geht es ja auch bei der Spieltheorie. Ist das Internet also nicht sowas wie eine Besch oder wie soll man das sagen? Also eine Verstärkung für die Spieltheorie, dass der Einzelne noch mehr bewirken kann oder noch mehr verändern kann? Ja, doch, das ist natürlich so. Also das Ganze hat ja angefangen mit dem Buchdruck. Also vorher war das, was ich eben beschrieben habe, war ja schon fast das Eldorado der wissenschaftlichen Verbreitung. Ja, da musste man die Bücher mit der Hand abschreiben. Und das lag dann in irgendwelchen Klöstern und sowas. Ja, das heißt, nur wer Zugang zu diesen Klöstern hatte, der hatte eben Zugang zu dem Wissen. Und im Grunde genommen ist das ja immer mehr geworden. Also der Fotokopierer war ja dann eigentlich die nächste Evolutionsstufe, wenn man so will. Ja, dann auf einmal wurde der Druck, was früher immer ganz große Projekte waren, wurde ja auch schon demokratisiert, sodass man dann eben wenigstens seine kleinen Auflagen von 100 oder 300 Stück machen konnte. Also kann ich mich auch daran erinnern, habe ich auch ganz früh, habe ich auch schon mit solchen Mini-Auflagen einfach sind Leute erreicht. Das ist im Grunde genommen so, wie sie hier heute streamen. Ja. So habe ich damals eben erkannt, oh, ist ja toll. Ja. Man kann jetzt durch Fotokopien Kleinauflagen machen von irgendwelchen Büchern. Ja. Und da haben die großen Verlage gar nicht mit gerechnet. Ja. Das war für die absurd, dass da irgendein Typ ankommt und so eine 100er oder 300er Auflage irgendwie macht. Ja. Und so ist das eigentlich nur eine weitere natürliche Evolutionsstufe, die jetzt dazugekommen ist.
Ja, also ich würde nicht sagen, dass das ein qualitativer Unterschied ist, aber es ist natürlich ein quantitativer Unterschied. Und es ändert sich in der Tat sehr viel. Also viel mehr Leute sind jetzt eben in dem Bereich drin, dass sie wirklich auch senden können. Ja? Nicht nur empfangen, wie das früher immer war, sondern können jetzt auch senden. Und klar, das ist natürlich toll. Also wenn ich mir auch ansehe, was auf YouTube ja teilweise für ein unglaublicher, fundierter Content geliefert wird. Ja, das ist einfach wirklich eine Wissensexplosion, die damit stattfindet. Also das ist extrem cool, dass jetzt plötzlich jeder auch zum Sender wird. Und das Ganze ist ja in der Regel, sage ich mal, völlig kostenlos. Also man braucht Ja. nur Internet, man muss es nicht mal auf dem eigenen Gerät haben. Also man braucht einfach Internet und irgendein Empfangsgerät und dann kann man das kostenlos ohne irgendeine Paywall einfach sich anschauen. Einfach, und das ist so ein bisschen die Sorge, die immer mehr kommt. Man muss mehr filtern als, ich sag mal, Konsument der Videos. Also man muss entscheiden können, ist jetzt das wirklich was Gescheites oder nicht? Ja, also es ist so dieses, diese Selbstverantwortung, die man dann halt Naja, hat. das war ja früher der Job der Verlage. Also eigentlich hat ein Verlag hier Schmerzensgeld dafür bekommen, dass sie die ganzen schrottigen Manuskripte sich angucken mussten und dann die auswählen, mit denen man was anfangen kann. Also ich kann mich erinnern, ich habe an der Uni selber, also ich habe da in verschiedensten Fachbereichen immer reingehört. Jetzt war ich also auch bei Germanistik. Und es gibt ein Seminar, was ich damals besucht habe, das hieß das Geschäft mit der Literatur. Und das fand ich also total spannend. Das war so ein Lektor von einem der großen Frankfurter Verlage, der dann da beispielsweise uns einfach Romananfänge gezeigt hat, die ihm zugeschickt worden sind oder überhaupt nach anderen Kriterien, wie er Bücher ausgewählt hat und sowas. Ja. Und dieses Schmerzensgeld brauchte der einfach auch. Also man kann sich nicht vorstellen, was einem da für ein Schrott zugeschickt worden ist. Ja. So, und das ist in der Tat etwas, das müssen wir heutzutage natürlich stärker mit der Hand machen. Wobei dadurch, dass wir immer mehr diese künstliche Intelligenz da drin haben, die nimmt uns ja sehr viel davon ab. Also der YouTube-Algorithmus ist ja genial. Da drin zu erkennen, was uns gerade interessiert und dann benachbarte Bereiche vorzuschlagen, die uns vielleicht auch interessieren könnten. Also ohne diesen Algorithmus, glaube ich, würde das so nicht funktionieren. Das ist jetzt aber auch wieder eine sehr, wie sagt man dem, eine sehr spezielle Sache. Also der Algorithmus, müsste man dann auch sagen, spieltheoretisch macht er extrem viel, weil im Prinzip, was der Algorithmus macht, man könnte es auch umdrehen, es sind nicht unsere Interessen, die wir wirklich haben, sondern der Algorithmus schlägt uns einfach etwas vor, was eine hohe Wahrscheinlichkeit hat, dass es unseren Interessen entsprechen könnte. Und dann kann man auch den Spieß umdrehen und sagen, ja, der Algorithmus entscheidet, was unsere Interessen sind. Oder nicht? Ja, das bedingt sich natürlich so ein bisschen gegenseitig. Aber nochmal, das ist schon eine sehr ähnliche Situation, wie sie auch damals bei den Verlagen hatten. Also auch da war es so, dass so ein Lektor gesagt hat, na, das muss halt zum einen zu den Interessen der Leute passen. Zum anderen muss es aber neu, innovativ und unerwartet genug sein, dass sie das nächste Buch auch noch kaufen wollen. Wenn jedes Buch gleich ist, dann braucht man das ja nicht mehr. Also das ist eigentlich schon etwas, wo so ein Lektor relativ gut emuliert wird und es ist auch die gleiche Interessenslage. Aber natürlich, klar, also mir ist natürlich bewusst, dass auch da drin beispielsweise solche sich selbst verstärkenden Effekte auftreten. Ja, also so eine Filterblase oder sowas, das ist schon ein reales Problem. Das liegt aber natürlich auch daran, wie wir selber gebaut sind. Also häufig ist es ja so, dass wir uns sozusagen zum gewissen Grad ärgern wollen, aber bitte immer nur in allen Bereichen dann auch wieder genug Bestätigung kriegen. Ja, und die Algorithmen arbeiten lustigerweise eher ausgleichend dagegen. Also das ist nicht so, dass die sozusagen das immer verstärken mit dieser Filterblase, so wie ja häufig die Behauptung ist, sondern die sind eher so, dass sie die Filterblase so ein bisschen an den Rändern ausfransen lassen. Aber Okay. natürlich, klar, es ist ein selbstverstärkender Effekt dahinter. Das ist keine Frage. Wir kommen langsam zum Ende. Also stellen Sie im Chat gerne Fragen noch. Also ich habe jetzt wirklich viele auch rausgesucht. Ich gucke gerade noch auch. Also eine Frage kann ich vielleicht erwähnen, die direkt an mich mal zugeschickt worden ist noch. Ja, da Genau. hat mich jemand gefragt, wie ist das eigentlich mit Emotionalität, also wie kann man bei Anlageentscheidungen, Investitionsentscheidungen eigentlich Emotionalität rausnehmen? Ja. Und also da ist mir eine Sache wichtig, auf die ich da hinweisen würde, nämlich Emotionen sind etwas anderes als Intuition. Und das muss man sich klar machen, dass das was anderes ist. Ja. Also die Intuition, das heißt, dass man Erfahrung mit einer Situation hat, lange Erfahrung und genau analysiert. Und die Kombination aus den beiden Sachen, also relativ viel Arbeit und relativ viel Erfahrung, die führt zu der Intuition. Und bei der kann ich immer nur sagen, darauf sollte man hören. Das ist ganz wichtig. Aber Emotion ist etwas, das ist auch gerade bei Unerfahrenen da und fühlt sich so ähnlich an wie eine Intuition. Ist es aber einfach nicht. Und das heißt, wenn man diese Emotionen hat und unerfahren ist, dann kann ich da wirklich nur sagen, um Gottes Willen, die Finger davon lassen und nur nicht nach sowas handeln. Da fliegt man immer rein. Da gibt es auch jede Menge Untersuchungen, die zeigen, dass eben gerade Privatinvestoren eigentlich eher dazu neigen, immer genau das Falsche zu machen, weil die eben so stark emotionsgetrieben sind und von den anderen dann einfach komplett über den Tisch gezogen werden. Und wenn man also weiß, dass man wenig Erfahrung hat,
dann würde ich sagen, sollte man relativ stark algorithmisch orientiert arbeiten. Also man bindet sich selbst und hat irgendwelche Regeln und nach diesen Regeln macht man das. Und wenn man das natürlich selber sowieso nicht macht, überlässt man das jedem anders. Und deshalb bin ich ein großer Freund von den Roboberatern. Ja, also ich Also. finde diese Roboberater, die sind für meine Begriffe auch im Augenblick, wenn die noch falsch eingeschätzt. Ja, also viele glauben, da könnte man rauskriegen, wie die eigene Risikopräferenz ist und die anderen haben das Gefühl, die können die Zukunft vorhersehen. Das ist alles Blödsinn. Was die machen ist, die investieren für einen selber regelgebunden. Punkt, das ist es. Und das ist eine tolle Sache, gerade für Investoren, ja, die eben entweder wenig Erfahrung damit haben oder eher so drauf sind wie ich, dass sie sagen, ich denke zwar gerne über sowas nach, aber so selber machen möchte ich es dann eben doch nicht. Ja, so, und dafür halte ich das für genau die richtige Sache, weil man da einfach eine Regel hat und die läuft durch. Also im Prinzip auch Gier frisst Hirn ist ja dann sehr oft, dass dann die Gier Überhand gewinnt und dann man denkt, ja, das wird das Investment schlechthin und dann schaut man in die Röhre und ja. Also Aber wie das. oft ich in meinem Leben schon mit Leuten gesprochen habe, die mir immer gesagt haben, boah, ich habe das total sichere Investment und diesmal ist es wirklich und weiß ich was. Ja? Oder die über Jahre hinweg gesagt haben, man guckt dir doch mal an, wie ich die ganze Zeit gewinne. Ja? Da gehen also die Beträge hoch und auf einmal stehen da Millionen auf dem Konto und sowas. Ja? Und das ist ja immer ganz toll. Und ich habe mir gedacht, oh je, was bin ich nur für ein Loser, dass ich das nicht habe. Und dann irgendwann mal später, das Geld weg, einfach weg. Ja? Und dann merkt man, so toll war das Modell dann doch nicht, nachdem die gearbeitet haben, sondern einfach offenbar falsch. Ja, es sah aus wie etwas, was ein sicherer Bett ist, aber es ist einfach eben keiner. Ja, also gut. Da kommen Das da aber. Lustige ist, dass wenn man eine Zeit lang unterwegs ist, ja, dann kriegt man das halt schon wirklich öfter mit. Also da kommen wir auch zu einer anderen noch Frage, die auch zum Thema Investieren kommt, vom Herrn Düster. Und zwar, Sie haben gesagt, kein guter Investor zu sein, aber was ist Ihre Meinung zum rationalen Investieren mit ETFs? Das ist ja so gesehen, da deckt man einfach den kompletten Markt oder Marktbereiche ab oder Branchen ab. Und das wird ja auch den meisten, ich sag mal, Anfängern empfohlen, damit man direkt diversifiziert wird. Da gibt es ja auch Bücher von Herrn Gerd Kommer, Souverän investieren mit Indexfonds und ETFs. Was ist da Ihre Meinung dazu? Also grundsätzlich ist ein ETF natürlich eine feine Sache. Es ist leider so, dass die auch zum gewissen Grad irgendwie undurchsichtig sind, ja? Wenn man nicht so ganz genau weiß, wie replizieren die das dann eigentlich wirklich. Was mich bei den ETFs auch stört, ist, dass sie eigentlich dann doch viel zu sehr letztlich einen artifiziellen Index nachbilden und nicht so sehr selber etwas bauen, dass sie sagen, zum Beispiel, dann wollen wir auch den gesamten Markt abbilden oder sowas. Ja? So, mal von solchen Details abgesehen, ist es natürlich insofern gut, als es wenig Kosten verursacht. Man muss sehen, indem immer mehr Volumen in ETFs reinfließt, heißt das natürlich, dass immer weniger Volumen dafür verantwortlich ist, dass eine Preisbindung stattfindet. Ja, also ein ETF ist ja eigentlich ein Trittbrettfahrermodell. Also man sagt anderen, ihr macht mal die Drecksarbeit der Preisbildung und wir hängen uns nur hinten dran. Und dann, wenn sich dieses Verhältnis zu stark umgedreht hat, dann ist es so, dass die anderen natürlich auch immer mal sagen, naja, Moment mal, jetzt können wir ja den Preis alleine machen, oder? Und das kann letztlich dazu führen, dass man mit dem ETF eben plötzlich doch schlechter abschneidet. Also der jetzige Stand ist sicherlich noch nicht so, dass wir sehr nah an diesem Punkt dran sind, aber irgendwo gibt es diesen Punkt. Ja, also kollektiv, glaube ich, müssen wir aufpassen, dass nicht alles oder ein überwiegender Teil in ETFs landet. Individuell kann man daran ja sowieso nichts ändern. Also ob ich jetzt in ETF investiere oder nicht, macht im Gesamtbild hier überhaupt keinen Unterschied. Und daher würde ich schon sagen, also ETFs sind in aller Regel sicherlich eine gute Form, einfach auch kostengünstig zu investieren. Ich würde mir aber langsam aber sicher für einzelne Marktsegmente schon ansehen, ob es da nicht auch billige, aktive Managementmöglichkeiten gibt. Einfach, die sozusagen rechtzeitig so eine Gefahr erkennen. Ja, das ist dann natürlich ein bisschen teurer, also muss aufpassen, dass sich da nicht solche super teuren Dinge andrehen lässt. Aber wenn es ein bisschen teurer ist als eine ETF und die sagen, wir machen eigentlich was ganz Ähnliches, aber wir passen ein bisschen besser auf, dann ist das, glaube ich, gar nicht so eine schlechte Geschichte im Augenblick. Sehr spannend. Aber vom Grundsatz her, also vom Grundsatz her ist es sicherlich schlauer, in sowas Breites rein zu investieren, als jetzt zu sagen, wir nehmen einzelne Aktien. Man muss natürlich auch sehen, dass ein Index komplett wertlos wird, ist ja sehr unwahrscheinlich. Dass eine einzelne Aktie plötzlich komplett wertlos wird, kann schon mal passieren. Habe ich sogar ich schon gelegentlich mal geschafft. Ja, also ich sage dann immer, wenn dann mal wirklich ein ganzer Index, ob das jetzt ein S&P 500 oder irgendwie ein SMI ist, wenn der mal wertlos wird, dann haben wir ganz andere Probleme als irgendwie Aktieninvestments oder irgendwelche Investments. Ich glaube, da hilft dann nur noch die Schrotflinte zu Hause oder so, übertrieben gesagt, ja. Naja gut, am neuen Markt hatten wir das ja schon mal. Ja, also der neue Markt war ja gigantisch viel wert und dann plötzlich war es weg. Also das kann schon mal passieren, aber das ist halt eher selten. Ja? Also dass alles wertlos, also ich meine wirklich, dass alles wertlos ist, dass alles auf Null ist, dann müsste ja die Wirtschaft im Prinzip
komplett Naja, klar, bei zusammencrashen. allem ist das so, ja. Aber beim neuen Markt, da gab es ja immer den Spruch, mal angenommen, man hätte für das Geld damals Bier gekauft, dann wäre heute das Leergut noch mehr wert. Ja, und das ist ein schlechtes Zeichen, wenn das so ist. Wir kommen jetzt zur letzten Frage, die ich Ihnen jetzt auch stellen möchte. Die habe ich den ganzen Streamgästen hier im Dezember auch gestellt. Und zwar geht es um das Jahr 2020. Das ist ja schon vorbei oder fast vorbei. Wir haben jetzt noch etwas weniger als 2 Wochen. Und das Jahr 2021 steht in den Startlöchern. Was steht da so bei Ihnen an für das 2021? Vielleicht auch in Ihren Projekten, was da vielleicht auch die Community erwartet auf Ihrem YouTube-Kanal oder auch insgesamt, wie Sie diese Situation 2021 einschätzen, da ja auch wieder ein zweiter Lockdown im Prinzip in Deutschland, soweit ich weiß, ja dann komplette Lockdown bis am 20. Januar. Auch die Schweiz hat ab 22. Januar, 22. Dezember auch wieder verschärfte Situation. Einzelne Kantone haben wieder den kompletten Lockdown, ebenfalls bis 20. Januar. Also, was ist da so Ihre Einschätzung und eben auch Aussichten auf Ihre Projekte 2021? Also dieser Lockdown ist ja eine extrem unfaire Sache den unterschiedlichen Gruppen gegenüber. Also ich bin da ja in einer völlig privilegierten Position. Ich kann von hier aus alles machen. Ich mache von hier aus meine Vorlesungen und sowas. Ja, ich brauche nicht rauszugehen. Also ich muss gelegentlich mal raus und muss einen Huhn kaufen, was ich essen kann, aber das war's. Ja, aber das ist natürlich was ganz anderes als bei jemandem, der jetzt, weiß ich, im Supermarkt arbeitet oder auf dem Bau oder sonst wo. Ja, das heißt also, wir haben hier schon eine wirklich unfaire Aufteilung, die damit entstanden ist. So, also ich bin mir bewusst darüber, dass ich hier in einer privilegierten Situation bin, vielleicht ein bisschen aus Glück einfach heraus, ja, aber das ist so. So, also das wissend, habe ich dieses Jahr als für mich selber ein wirklich kreativitätsförderndes Jahr wahrgenommen. Man ist auf einmal, dadurch, dass man bestimmte Dinge nicht machen kann, hat man plötzlich sozusagen zwangsläufig den Raum, sich mit bestimmten Dingen zu beschäftigen, was man sonst nicht gemacht hätte. Also, dass ich gerade in diesem Jahr auch so einen YouTube-Kanal sozusagen so aufpäppeln konnte, ja, das liegt, glaube ich, zum Teil auch einfach daran, dass ich eben die Sachen nicht gemacht habe, die ich sonst gemacht hätte. Ja, also ich kann eben nicht rausgehen und, weiß ich, mal tanzen gehen oder sowas, sondern es ist halt eine prima Zeit, in der man sich dann sein nächstes Video überlegt. Ja. Und das ist übrigens auch, also ich habe beispielsweise gelesen, dass der Isaac Newton seine Theorie, also die Gravitationstheorie, ja, die ja echt die Welt verändert hat, die hat er ebenfalls in der Quarantäne gemacht. Ja, das war damals die Pest. Also der konnte nicht raus, sondern hatte eben den Freiraum, sowas zu machen. Also wie gesagt, ich sehe das als etwas sozusagen Kreativitätsförderndes für bestimmte Gruppen. Und also ich habe das ganz klar so wahrgenommen. Ich kenne auch andere, denen es so geht. Und ich würde fast vermuten, dass auch im nächsten Jahr, also 2021, das ebenfalls so weitergeht. Aber mir ist natürlich bewusst, dass wir das so nicht dauerhaft machen können. Und es kann auch nicht sein, dass wir die ganze Zeit diese Aufteilung haben in diese zwei Gruppen. Ja, die einen, die sozusagen Kreativitätsfreiraum kriegen, also bin natürlich froh, dass ich dazugehöre, ja, aber und die anderen, die draußen die Drecksarbeit machen müssen. Und ich glaube, das ist auch was, was Politiker einfach nicht stark genug wahrnehmen. Ja. Die gehören natürlich auch zu der privilegierten Gruppe. Ja. Also das finde ich einen sehr guten Einwand. Da mag ich mich auch erinnern mit Christian oder mit Herrn Christian W. Röhl, falls Sie ihn auch kennen. Da hat das auch angesprochen, dass sich da tatsächlich dann auch die Schere nochmal weitet zwischen Arm und Reich oder Mittelschicht, wie man dem sagt, weil viele Leute, die, ich sage mal, in höher bezahlten Jobs sind, die können Homeoffice machen, weil das halt einfach Berufe sind, die am Computer sind und man vielleicht das Ganze einfach halt digital erledigen kann. Und alle Jobs, die etwas niedriger bezahlt sind, meistens etwas ist, wo man auch physisch was machen muss. Man muss vor Ort sein oder man hat Kunden, die man bedient, Restaurants und so weiter, Haare schneiden, Friseursalons. Und darum, das finde ich sehr wichtig, dass man das auch wieder hervorhebt, wie Sie schon auch gesagt haben. Auch ich bin auch in einer sehr privilegierten Situation, dass mich das auch nicht in dem Kontext betroffen hat. Ich habe das auch sehr als kreativen Prozess wahrgenommen. Aber sehr, also auch wieder sehr eindrücklich, dass Sie das auch hier nochmal erwähnen. Und das ist natürlich auch sehr wichtig, dass man das auch also vermittelt, dass man das halt nicht auch selbstverständlich nimmt. Wenn man jetzt zum Beispiel das Glück hatte, weil man halt einfach in einer Karriere steckt, wo das halt alles digitalisierbar ist. Und wenn man halt im Restaurant, im Service arbeitet, dann hat man halt die Arschkarte auf gut Deutsch gezogen. Aber wie ist es denn noch mit Ihren Projekten? Nächstes Jahr haben Sie da auch irgendwelche Ziele oder irgendwelche Dinge, die Sie machen möchten, vielleicht auch mit Ihrem YouTube-Kanal oder auch vielleicht insgesamt? Also, ich bin nicht so ein Zieletyp. Hm.
Ich sage mal, Ziele setzen ist dumm. Also habe ich auch letztes Jahr mal ein Video gemacht. Ja, setzen Sie sich keine Ziele. Lustigerweise ist es sehr erfolgreich geworden. Ja. Es gibt also auch mal andere, die auch in der Position sind. Ich sage, man muss so eine Richtung haben. Ja. Und auf diesem Weg, sozusagen in die Richtung, in der ich marschiere, da gibt es einfach immer wieder Sachen, die faszinieren mich und auf die stürze ich mich drauf. Ja, also ich kann nicht so irrsinnig lange immer an einem Riesenprojekt arbeiten oder sowas, sondern ich stürze mich einfach auf die Sachen, die ich in dem einen Augenblick interessant finde. Und da gab es also ja sehr, sehr viele von. Und da bin ich mir sehr sicher, wird im nächsten Jahr auch haufenweise kommen. Aber welche das sein werden, das wird sich dann weisen. Ja, und das ist auch eine Sache, dass ich brauche das einfach, dass mir eine Sache spontan Spaß macht. Da stürze ich mich drauf und mache die einfach. Sehr schöne Meine Schlusswort. Studenten kennen das auch schon übrigens. Ja. Also ich sage mal, ein guter Professor braucht nur mit dem Stift in die Vorlesung zu kommen. Ja. Und kein anderes Zeug, keine PowerPoint-Folien oder sowas. Ja. Und die kennen das, dass ich dann plötzlich mit irgendwelchen Ideen ankomme, die mir genau auf dem Weg dahin eingefallen sind. Ja. Finde ich sehr schönes Schlusswort. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, Herr Rieck, dass Sie hier auch in der Finanzcommunity dabei gewesen sind und Danke für die Einladung. hat super Spaß gemacht und auch ich habe heute sehr viel lernen dürfen, tatsächlich auch zum Thema Spieltheorie. Und ich würde sagen, ich wünsche auch Ihnen zu Hause einen super schönen Abend und einen vierten Advent. Und wir sehen uns wieder morgen um 18 Uhr live wieder hier auf diesem Kanal. Herzlichen Dank.